Herzlich willkommen zu einer neuen Lektion Java für Tusem General. Kommen wir dann noch zu dem vierten Teil von unserem Intro-Beispiel, Echt-Beispiel, wo den Carlos erst nur erklärt und sich, was aus dem Modell, den haben wir dafür gehen, zwar ist das, wie man die App gebaut hat. Voilà, das ist das heute, was wir programmiert haben, als ein einfaches Beispiel, mit dem wir aber schon viel Sachen haben dran. Das weiß, wie man programmiert haben, die wirklich das Konzept von der, wie das von der Grafik aufweist. Wir programmieren nicht egal wie, weil sonst haben wir sogenannte Spaghetti-Code, die kein Mensch mehr nur versteht und geht nicht. Dafür sind verschiedene Konzepte zu behalten. Grafisch das durchzustellen, so kleine Köster schon zu malen, wir umfangen drei Großkomponenten. Das Wichtigste ist aus. Oh, ein bisschen reingegangen, ja. Haben wir dann auch ein bisschen rot. Hast du das, der Controller? Ups. Ja, das ist ja nicht ganz viel. Voilà. Den zweiten Trick. Aha. Aha. Das wäre also ein View. Und dann den dritten, das ist den, den nur ganz kompliziert geht, das ist also ein Modell. Modell. Bon. Ich sage so, wow, verbrauchen wir, können wir ein bisschen mal. Doch, das Modell, das sind Daten, die zum Beispiel bei unserem Beispiel, das wird Person. Die beinhaltet alles, was den Person beschreibt. Der Controller, den generiert das Modell, den wird eine Person gemacht, mit Informationen, und hier modifiziert das Modell, wenn du für Twitter kriegst. D'accord? Ja. Und zwar, du halt die Knöpfchen jetzt gedrückt hast, modifier. Zum Beispiel modifier, Glück, wird hier ein neues Modell gemacht. Hier seht ihr doch zum View. Hi, das hat es geändert, gehen, weiß. Das haben wir mit der Methode Update View gemacht. Jetzt sagen, hi, das hat es geändert an dem Modell. Weißt du nun? Der View darf auf keinen Fall direkt das Modell ändern. Okay. Na, wenn wir dann auf App Scanner tun am Alter, da haben wir über das Knäppchen geklickt und dem Controller gesagt, ah, das hat es geschieht am Interface. An dem Fall, die Knäppchen hat gedrückt. Ja. An der Controller geht dann die Information, dass ich, ah, das ist ein neuer Alter da, an den ändert das Modell. Okay. Und da sieht dann zum View, ah, das hat sich geändert. Da geht den, der View, geht dem Modell Information, dass ich für die und so weiter. Das ist der Modell, den ändert nicht direkt die heutigen zwei Sachen. Der View ändert nicht direkt das Modell. Der darf nur mit Informationen sicher gehen. Okay, also separiert das High an drei. Ja. Bon, in unserem Fall, leider, als die heutigen zwei noch ein bisschen zusammen, steht alles an der Mainframe, wenn ich so will. Wir aber konzeptuell sind das zwei getrennte Sachen. Das ist, wenn ich den Knöpfchen drücke, möchte Mainframe Apps mit den Daten. Späterhin, was den heute noch getrennt. Okay. Mit einer Klasse. Weil ich nicht gut gesagt, dann ist der Controller effektiv von der View getrennt. Okay. Das ja. Könnt auch mich später, und das Fisch, dass ich nicht mehr da dann für den Nachbehalt, das Schema da, den hast nicht nur für Eisheit gemacht, den hast allgemein an der Java-Grafikwelt so zu implementieren. Oh, ich meine, das nicht nur für Java, du dann hast für alle allmählich grafische Oberflächen, die gestaltet gehen, oder? Ja, sind die Konzepte aus derselben stehen, mit sind einer, die man dann den Controller ein bisschen anders, die View ein bisschen anders, mit dem Modell ist eh von denen, die immer konstant ist. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel beim Auto den Kilometer zu, die Geschwindigkeit. Entweder möchten den digital oder mit analog, mit einem guten Zeiger. Das Modell ist einfach ein Zoll, Geschwindigkeit. Der Controller ist, wenn ich den Knöpfchen drücke, am Steuerrad, jetzt so, will ich den digital oder ich will den analog. Mhm. Und der View, der kriegt auf dem Controller gesagt, vom Knöpfchen, hey, weiß man den Low mit einem Zeiger oder weiß man den Low digital? Das ist, wenn sich die Sache ziemlich flexibel und unabhängig steht von dem anderen. Voilà. Und mir das lernen viel mehr einfach für die nächsten Aufgaben, die kommen, wo man wirklich denken, hey, das Modell aus dem Rest separieren. Die meisten anderen sind noch so gemerkt, dass man da kein Problem kriegt. Hast du gesagt, wie das Modell heißt? MVC. Modell View Controller. Okay, das zu wissen, das zu behalten. Ja. Und ich denke, weil man mit dem Beispiel gesehen hat, ich denke, was die Sache mir offensichtlich aus dem Anfang fällt, ein bisschen abstrakt. Ja. Wir füllen das dann mit Leben für ihre Mesure. Voilà, das war doch schon für die ganz kleine Lektion über den MVC-Modell. Merci für den Leistern. Bis zum nächsten Jahr. Adieu.